Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute zeige ich dir den mittlerweile dritten Teil in der Schleifenserie. Die Schleifen werden jedes Mal ein bisschen anspruchsvoller, das habe ich am Anfang schon gesagt, und heute möchte ich dir zeigen, wie du so eine doppellagige Schleife machen kannst. Und weil sich das hier bei diesem Lindriegel, den ich hier verpackt habe, so angeboten hat, habe ich hier noch so einen langen Schwanz dran gemacht, der sich da so rumkringelt. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Und wie du die Schleife dann natürlich dekorierst, bleibt dir ganz selbst überlassen. Aber das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Und da möchte ich dir jetzt zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar brauchst du dafür ein Stück Designerpapier. Und das Designerpapier ist aus der Reihe Muster für dich. Und es gibt da ein oder zwei Designs, die mir so gar nicht gefallen, und das gehört dazu. Also ich weiß gar nicht, ob du das erkennen kannst. Das ist hier so, das Flamingo-Rot ist das und so gepunktet. Also das geht ganz arg auf die Augen, ist so mein Eindruck. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das aushalten kannst. Ich nehme es mal wieder weg. Und aber jetzt ist es ja nur mit drin in der Packung. Die anderen Papiere fand ich so toll, dass ich die Packung haben wollte. Und dann habe ich das ja auch. Und da muss man sich also Projekte überlegen, bei denen man dann eben auch dieses Papier verwenden kann. Und dafür finde ich jetzt so ein Projekt eigentlich ganz gut geeignet, weil das nicht so eine große Fläche auf einmal hat. Da sieht man also von dem Muster immer nur so ein bisschen. Und in der Dosierung kann ich das also vertragen. Also das vielleicht nur mal so als Tipp. Denn mir geht das sonst so, dann habe ich das Papier in der Packung und benutze es nicht. Und dafür ist es ja nur irgendwie auch zu schade. So, jetzt aber hier zur Verpackung. Das Designerpapier hat das Maß 25 x 9 cm und das wird mit der kurzen Seite angelegt und gefalzt bei 1,5. Dann drehe ich das um und falze das auf der anderen Seite bei 4 cm, bei 5,5. Und bei 8 cm. Somit bleibt rechts ein Kleberand von 1 cm. Und an der langen Seite falze ich das bei... Also ich lege mir das jetzt so, dass der Kleberand unten liegt, und falze das bei 1,5 cm. Also ich drehe es jetzt doch nochmal um, Kleberand oben, 1,5 cm. Solche kurzen Maße kann ich nur auf der rechten Seite falzen, aber sonst komme ich gleich mit dem Schneiden durcheinander. Also ich muss den Kleberand unten haben. So, und auf der anderen Seite falze ich bei 3 cm. Also Kleberand unten, rechte Seite 3 cm und bei 4,5 cm. So. Und jetzt wird nämlich jede Menge weggeschnitten von, oder jede Menge, aber ein paar Teile werden weggeschnitten. Und zwar wird hier auf der linken Seite ganz unten dieses kleine Rechteck, das wird keilförmig an der langen Unterseite, und an der kurzen Seite hier wird es gerade eingeschnitten. Und auf der rechten Seite ganz genauso keilförmig. Die zwei Rechtecke ganz unten, die schneide ich dann jetzt hier schon einmal gerade raus. Und dann wird noch ganz rechts von den langen Abschnitten die zwei von unten, die werden auch alle gerade abgeschnitten. Und das Rechteck ganz oben, ganz rechts, das wird auch rausgeschnitten. Sodass am Ende nur dieser eine Teil stehen bleibt. Das ist die Umschlaglasche, die wird dann hinterher, damit wird das dann verschlossen. Und da können jetzt auch die Ecken abgerundet werden. Das mache ich auch mit dem Envelope Punch Board. Da ist jetzt hier dieser Abschnitt so ein kleines bisschen kurz. Da muss man dann ein bisschen vorsichtig beim Einlegen sein. Das geht aber noch.
Und jetzt falze ich erst einmal alle Linien nach. So, und bevor ich die Box jetzt zusammenklebe, schneide ich nochmal alle Falzlinien gerade bis zum ersten Knick ein. Also du kannst die auch keilförmig einschneiden. Die Teile hier sind so klein, da macht es eigentlich keinen Unterschied. Nur dieser Teil, bei dem der Schnibbel stehen geblieben ist, der darf nicht keilförmig sein. Der muss am Ende gerade bleiben, sonst hat man da keinen schönen Abschluss. Aber die anderen, da kannst du auch überall noch die Keile rausschneiden. So sieht das dann aus, wenn die Keile auch ausgeschnitten sind. Nur wie gesagt, bei dem langen Abschnitt, der bleibt gerade. Und dann mache ich hier unten auf die Klebelasche einen langen Streifen von dem doppelseitigen Klebeband. Ziehe die Schutzfolie ab. Und klebe die Verpackung dann zusammen. Dabei schlage ich das so an der nächsten Kante um. Und von der anderen Seite lege ich dann die Kante da drüber und dann müsste das eigentlich ziemlich genau passen. So, die Seite mit den kurzen Abschnitten, das ist die untere Seite, die kann ich jetzt schon zusammenkleben. Da mache ich auf jedes Teil so ein bisschen Flüssigkleber. Und dann schlage ich die so übereinander. Jetzt kommt auch gleich der Schokoladenriegel rein. Ich habe hier, es gab jetzt von Lindt hier so eine Summer Edition. So sieht die aus, da steht Summer Edition. Frozen Joghurt heißt der. Also den fand ich irgendwie so spannend, dass ich gedacht habe, den verpacke ich mal. So, der sollte jetzt hier reinpassen, tut er auch. Und damit drücke ich nochmal so ein bisschen gegen den Boden, halte da so ein bisschen gegen, damit das dann auch gut zusammenklebt. So, wie du den Riegel jetzt an der Oberseite verschließt, kannst du dir überlegen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du alle Laschen dran, wie ich das hier gemacht habe. Hier habe ich dann jetzt eine Schicht von dem Flüssigkleber aufgetragen, habe die durchtrocknen lassen, dann klebt der ja nicht mehr permanent und habe das dann einfach hier umgeschlagen und zugeklebt. Und bei dem Riegel habe ich jetzt hier hinten die Lasche abgeschnitten und stecke das dann jetzt einfach von innen hier rein. Da muss man gegebenenfalls nochmal diese überstehende Lasche rechts und links ein bisschen, da noch einen halben Millimeter abschneiden, wenn das sonst zu breit wird. Und dann hat man das jetzt hier so als Steckverschluss. Dann kommen wir zur Schleife. Dafür brauchst du Designerpapier. Und diesmal brauchst du auch mehrere Stücke für die Schleife. Beziehungsweise zwei Stücke sind ja für den hinterher für diesen Umschlag. Für die Schleife selber brauchst du aber auch zwei Stücke. Und zwar brauchst du ein Stück mit dem Maß 2,5 x 12 cm und ein Stück mit dem Maß 2,5 x 10 cm. Die langen Abschnitte, die haben jetzt bei mir das Maß 2 cm mal 22 und 2 cm mal 8,5. Ich habe also von einem Bogen Designerpapier 2 cm abgeschnitten und habe es dann eben bei 8,5 nochmal geteilt. Und um jetzt die Schleife zu machen, brauchst du das Envelope Punch Board. Und dann fange ich mit dem längeren Streifen an. Der ist 12 cm lang. Das heißt, bei 6 cm ist die Mitte. Ich lege den also jetzt bei 6 cm in das Envelope Punch Board ein, stanze einmal oben, einmal unten und das gleiche mache ich an den Seiten auch nochmal. Und zwar lege ich jetzt die Seite so in das Punch Board ein, so kannst du sehen, dass hier diese Seitenkante genau in der Mitte liegt. Und da stanze ich dann auch noch einmal oben, einmal unten. Das mache ich an beiden Seiten. Und auch mit beiden Stücken Designerpapier. Das ist 10 cm lang, das heißt, das lege ich bei 5 cm an. Einmal oben,
einmal unten und an beiden Seiten, auch noch einmal oben und einmal unten. Und somit hast du jetzt zwei Stücke Designerpapier, die jeweils diese Form haben. Die ziehe ich jetzt, nein, bevor ich die über das Falzbein ziehe, mache ich jetzt doppelseitiges Klebeband drauf. Das ist das, was ich eigentlich immer vorher vergesse. Und dann haben die Schleifen hinterher schon die Wölbung. Jetzt denke ich dran, einen kleinen Streifen doppelseitiges Klebeband. Beide Male in die Mitte. So, und bevor ich jetzt die Schutzfolie abziehe, ziehe ich das Papier ein paar Mal über das Falzbein und bereite es damit schon mal auf die neue Form vor. So, dann ziehe ich die Schutzfolie ab und klebe die beiden Seitenteile hier so in der Mitte fest. Und die Schleifen haben jetzt ja die gleiche Breite, aber nicht die gleiche Länge. Der eine Teil ist, der war 10 cm lang und der andere 12 cm, sodass die eine Schleife kürzer ist als die andere. Und so kann man die dann so übereinander legen und hat dann eben so eine doppelte Schleife. Das mache ich mit einem Glue Dot. Den nehme ich mit der kleineren Schleife auf und klebe die dann möglichst mittig auf die größere Schleife. So, jetzt kann ich hier, könnte ich auch wieder einen Streifen Farbkarton drum kleben. Das habe ich ja im letzten Projekt gezeigt, wie das dann aussieht. Aber für die Schleife habe ich mir das Rüschenband in Flamingo Rot ausgesucht. Das hat ja die Farbe, beziehungsweise das Designerpapier hat ja auch die Farbe. Deswegen wollte ich das nehmen. Und das lege ich dann jetzt einmal hier rum. Mache dann einen Knoten. So, das kann man dann so ein bisschen zubbeln, bis es so ist, wie man das haben möchte. Ich habe jetzt den Knoten hier so nach unten geschoben, damit man hier in dem Mittelteil noch ein bisschen das Band besser sieht und dann nicht nur den Knoten hat. Dann kürze ich hier die Enden noch ein bisschen. Und dann habe ich als zweites Band noch das bestickte Geschenkband in Schiefergrau drum gebunden. Das hat mir noch gut gefallen, weil dieser kleine Aufleger, der jetzt gleich noch drauf kommt, der ist in Silber embossed. Und dann fand ich das Geschenkband in Schiefergrau dazu auch noch schön und habe das auch einfach nochmal drum geknotet. Das kürze ich dann auch entsprechend. Und dann kann die Schleife gleich auf die Verpackung. Aber erst muss ja noch das lange Schwänzchen dran. Dafür habe ich das Designerpapier. Wie gesagt, nochmal das Maß 2×22 und 2×8,5 cm an einer Seite abgerundet. Das habe ich bei beiden Teilen gemacht. Und an der anderen Seite habe ich auch habe ich das Papier einmal so mit der kurzen Seite ins Envelope Punchboard eingelegt und gestanzt, damit das so diesen Schleifenabschluss hat. So, das lange Teil, das habe ich jetzt auch übers Falzbein gezogen, damit das sich auch schon mal so ein bisschen eindreht. Und dann habe ich das mit ein bisschen Flüssigkleber
einfach hier an der Verpackung festgeklebt. So. Und habe das dann so rumgelegt, so ungefähr, wie ich das haben wollte. So, dann habe ich geguckt, mit welcher Stelle das hinten an der Rückwand dann aufkommt. Da kann man dann entweder einen Glue-Dot oder ich mache jetzt hier auch noch ein bisschen Flüssigkleber dran. Nochmal so einen Flüssigkleberpunkt dran machen. Dann lege ich das jetzt nochmal vorsichtig so. Hier siehst du, da ist der Kleber. Lege ich das nochmal so, dass das jetzt auch mit dem Kleber tatsächlich hier an der Rückwand liegt. Und dann halte ich das immer so einen kleinen Moment fest. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem letzten Teil auch, dass ich den noch so ein bisschen festklebe. Da mache ich hier so ein bisschen Kleber unter die Endpunkte und klebe das dann hier eben auch fest. Das ist ja der Basic Strassschmuck, den ich dafür benutze. Einen großen, zwei kleine. Und dann klebe ich das auch mit ein bisschen Flüssigkleber fest. Die Schleife klebe ich jetzt hier auf. Dafür nehme ich für die Mitte der Schleife ein Dimensional. Die hat ja einen ziemlichen Höhenunterschied. In der Mitte ist sie jetzt aus der Position so tief und die Seiten sind so viel höher. Deswegen nehme ich in der Mitte einen oder je nachdem auch zwei Dimensionals und mache dann nochmal auf die beiden Seitenteile jeweils einen Glue-Dot, damit die da auch noch ein bisschen fixiert sind. So. Und so kann man die Schleifen dann da eigentlich ganz gut aufbringen. Die klebe ich jetzt hier an den Anfang der Schlange. Und die Schleife bekommt dann auch noch einen großen Glitzerstein. Dafür gehe ich dann wieder mit dem Griff des Pickers in die Schleife, dann kann ich den festdrücken. Und jetzt fehlt nur noch der Aufleger auf der rechten Seite. Den habe ich auch schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich mir dafür aus Marineblau und aus Flamingo-Rot zwei Etiketten ausgestanzt. Das ist hier diese Stanzform Tags und Labels. Heißt die. Da gibt es so verschiedene Anhänger. Anhänger und Etiketten heißt die im deutschen Katalog. Und da habe ich hier die beiden kleinsten, von innen, Framelits genommen. Habe die einmal ausgestanzt. Auf den einen habe ich lecker gestempelt. Das ist so, geht so ganz unter, unscheinbar in diesem Set. Das ist das Set Glasklare Grüße. Das finde ich ja super toll. Und da gibt es eben unter anderem diesen ganz kleinen lecker Stempel. Den habe ich in Silber embossed. Die klebe ich jetzt einfach aufeinander. Dann kommt als letztes Deko-Element, so eine kleine Mini-Schleife. Schleifendrahtclips heißen die. Ich dachte, die passen so gut, die eine Schleife zur anderen. Das klemme ich hier. Nee, von der anderen Seite. So, die klemme ich hier noch einmal so von der Seite ran und dann mache ich das Ganze auch noch mit zwei Dimensionals und schon ist so ein langer Lindriegel mit hier mit so einer Spirale drumherum fertig verpackt. Die Schleife diesmal in doppelter Ausführung, doppellagig. Ich hoffe, dir gefällt meine Idee. Vielleicht möchtest du auch mal so einen Lindriegel verpacken. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann zum nächsten Schleifenvideo wiedersehen. Bis dahin, tschüss!